Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Maniac Mansion. So, machen wir weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Die Garage haben wir ausgeräumt. Unser Bernard ist super stark und kann jetzt alles mit bloßen Händen zerreißen. Das ist schon mal ziemlich gut. Wir haben einige Schlüssel, wir haben einen Wasserhahngriff. Und ich habe den Guide so ein bisschen überflogen, damit ich zumindest weiß, was ich auf keinen Fall tun darf und was wir so ungefähr tun müssen. Zwei ziemlich wichtige Sachen, finde ich. Was uns jetzt schon weiterhelfen dürfte. So, jetzt passt auf. Wir müssen jetzt nämlich unbedingt die gute Edna aus ihrem Haus locken. Jetzt muss ich die Bibliothek wiederfinden. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Ah ja, perfekt. Na guck, das war Glück. Weil Bernard repariert jetzt dann gleich das Telefon. Aber vorher... Wo ist denn Dave eigentlich? Ach ja, genau. Aber vorher gehen wir nochmal zu Razor. Oder wartet, gehen wir zu Dave ruhig. Warum nicht? Dave, dein großer Tag ist gekommen. Endlich bist du nicht mehr total nutzlos. Ich meine, der hat Edna für uns aus der Küche geholt. Das alleine, ne? War schon super. Aber für den einen Protagonisten, den man nehmen muss, kannst du gar nichts. Nicht, dass die anderen beiden schon irgendwie ihre speziellen Fähigkeiten großartig genutzt hätten. Wir gehen jetzt mit dem nach oben und verstecken uns, weil wir natürlich Edna jetzt, wenn wir sie rauslocken... Ach warte, wir müssen vorher noch was anderes machen. Das muss eh Bernard machen. Na, ist egal, aber trotzdem brauchen wir Dave sowieso da oben jetzt dann gleich. Geh mal hier rein. Genau. Und da bleibst du jetzt auch. Jetzt wechseln wir nochmal zu Bernard. Bernard. Ich habe eine Idee. Warte mal, das machen wir ganz anders. Bernard gibt Razor jetzt den Wasserhahn. Gib Wasserhahngriff zu Razor. Das dürfte funktionieren. Dann gehen wir jetzt nämlich zurück zum Telefon und machen uns bereit. Und Razor geht jetzt auch hoch. Wir müssen jetzt nämlich mit Razor ins sexy Mumienzimmer. Dort müssen wir nämlich mit dem Wasserhahn die Dusche anmachen, damit wir die Mumie wegkriegen. Die Mumie verstehe ich nicht. Ist die Mumie auch ein Familienmitglied von denen oder warum ist sie da überhaupt? Und ist der tot oder nur nicht mehr lebendig? Man weiß es nicht. Es ist komisch irgendwie. Ja, genau, hier sind wir richtig. Ah, da hinten, stimmt. Guck, da sieht man sogar. Benutze... Wasserhahngriff am Wasserhahn. Öffne Wasserhahn. Schalte aus. Gut, und jetzt haben wir hier die Nummer 2275. Die Mumie ist nämlich wasserscheu. 2275. Dann gehen wir jetzt zu Bernard. Der repariert jetzt das Telefon mit dem Werkzeug, das wir wahrscheinlich noch öfter brauchen, oder? Das sollte jetzt klappen. Okay. Jetzt, passt auf, jetzt bin ich gespannt. Benutze Telefon. Ah, oh, wie war jetzt die Nummer? Ah, oh. Ich weiß nicht mehr. 2257 oder so. Geiler Sound. Ich glaube nicht. Ah, oh, komm schon. 2275 wahrscheinlich, oder? Was ist denn los? Zwei, zwei, sieben, fünf. Ja, genau. Fast. Okay.
Jetzt bin ich gespannt. Wer könnte das sein? Hallo? Hallo, wer ist da? Ist das ein obszöner Anrufer? Hört sich nicht wie einer an. Ich vermisse das Gestöhne. Hören Sie, ich zeige Ihnen, wie das geht. Okay. Na gut, während der jetzt mit Edna hier sexy telefoniert, wechseln wir jetzt zu Dave. Und jetzt dürften wir Ednas Zimmer betreten können. Ohne dass sie uns bemerkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm Schlüssel. Oh, und Leiter hoch. Wenn Sie es nicht richtig machen, sie hat sich gerade verabschiedet. Glück gehabt. Da hat man aber wirklich nicht viel Zeit. Ein schmales Zeitfenster. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel für was auch immer. Gemälde. Gibt's hier kein Licht? Ah, er hat die Taschenlampe aber nicht dabei. Das ist jetzt blöd. Gibt's hier wirklich kein Licht? Es wäre der erste Raum ohne Licht. Damn it, das gibt's ja nicht wirklich. Komm schon. Gemälde. Öffnen. Mann, safe! Ha! Genial. Jedes Gemälde habe ich bis jetzt mit Öffnen angeklickt, weil ich wusste, irgendwo ist ein Safe dahinter. Und da ist der Safe dahinter. Öffne Wandsafe. Oh. 2, 2, 5, 7. Das hat nicht geklappt. Gemälde und Wandsafe, kein Licht. Aber anscheinend könnte ich das im Dunkeln ganz einfach öffnen, ohne Probleme. Jetzt komme ich hier halt nicht mehr raus im Grunde so einfach, ne? Weil Edna ist da unten. Jetzt finde ich nicht mal mehr den Wandsafe und das Gemälde. Irgendwas stimmt gerade nicht, oder? Und auch die Klappe nicht mehr. Ah, hier. Die Bodenklappe. Lampe. Na also, das macht's besser, leichter. Okay, Wandsafe. Jetzt bleibe ich aber trotzdem hier oben mit ihm. Weil dann können wir. Irgendwie müssen wir Edna erst töten. Okay. Das hätten wir. Jetzt versuchen wir mal, dass wir noch in das andere Zimmer kommen von Dingsy-Bumpsy. Ah ja, genau. Ich weiß schon. Ich weiß schon, wie wir das machen. Wartet mal. Wir klingeln einfach an der Tür. Da haben wir zwar nur ein kleines Zeitfenster, aber das dürfte doch eigentlich funktionieren, oder? Der Einzige mit dem Schlüssel, da dürfen wir uns echt nicht erwischen lassen. Oh ja, das stimmt. Das ist gefährlich. Oh ja, das stimmt. Weil ich überlege gerade, weil Dave, heißt der Dave? Dave hat den Wohnungsschlüssel, den Haustürschlüssel. Wenn jetzt theoretisch Razor und Bernard eingesperrt werden, na gut, dann könnte. Nee, warte mal, weil Bernard wird ausgesperrt, Razor wird eingesperrt, dann haben wir ein Problem. Nein, haben wir nicht, weil dann können wir Dave einfach auch einsperren lassen, absichtlich. Okay, dann passt schon, dann ist es nicht ganz so riskant.
Ich speichere trotzdem, weil immerhin haben wir jetzt den Schlüssel mal. 7. Ich habe keine Ahnung, wo wir wirklich sind. Hey, 7, stimmt. Cool. Mein siebtes Safe Game. Ach so, warte mal, wir wollen zur Haustür. Wo gehe ich denn hin? Wo gehen wir denn hin, Bernhard? Sag doch was. Du bist hier der Physikclub-Vorsitzende, Super-Brainiac-Mörder-Mensch. Kann ich hier stehen bleiben? Vielleicht gehe ich sogar wieder rein. Ich gehe in die Küche. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt passt auf. Drücke. Türklingel. Jetzt gehen wir rein und gleich in die Küche. Sehr gut. Er geht. Schon wieder? Fragt er sich. Da oben ist ein X-Wing. Cool. Und jetzt wechseln wir schnell zu Razor. Oh nein! Ah, oh, come on. Ich befürchte, jetzt habe ich Dave auch noch verdammt. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte Dave ihn retten. Hey, wisst ihr was? Für was Speicher? Für was habe ich denn eigentlich gespeichert? Da muss man echt ein bisschen warten. Der ist ganz schön lahmarschig. Ich dachte, der ist bestimmt schon jetzt weg. Und dann steht der im Flur vor seinem Zimmer und guckt blöd. Trottel. So, drücke Türklingel. Ab in die Küche mit dir. Jetzt warte ich mal 5 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, schnell jetzt. Nimm Hamster. Nimm Schwein. Öffne Schwein. Nimm die Münzen. Wir schauen uns danach an, was das alles ist. Oh. Wir haben nicht mehr viel Zeit jetzt. Oh Gott, das ist so aufregend. Wirklich jetzt. Wirklich ein bisschen. Ich finde den Nimm-Knopf nicht mehr. Nimm das, was auch immer das ist. Und jetzt nix wie raus. Okay, cool. Ich glaube, wir haben eine Schlüsselkarte. Okay. 10 Cent, 10 Cent, 10 Cent. Hamster, Briefmarke. So, ich habe schon geguckt, was wir mit den 10 Cent machen müssen, weil ich ja eben im Vorfeld gelesen habe, dass die 10 Cent wichtig sind. Hey, wisst ihr was, wenn wir schon hier sind? Lassen wir sie auch mal trainieren. Weil dann haben wir immerhin zwei Charaktere, die die schweren Sachen machen können, falls das nochmal wichtig wird. So. Ich hoffe, der ist jetzt mittlerweile schon wieder in seinem Zimmer. Gut. Weil die 10 Cent sind fürs Teleskop wichtig, nicht für die Arcade-Automaten. Achso, nee, hier sind wir falsch. So, jetzt passt auf, da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Benutze 10 Cent hier. Hä? Münzschlitz. Ah doch. Und jetzt drücke rechten Knopf. Weil das ist was. Oh, ich glaube, ich sollte jetzt mal an der Stelle speichern, vorsichtshalber. Das ist nämlich was, hier kann man es nämlich total versauen. Deswegen habe ich da einfach nachgelesen, was wir genau machen müssen. Da müsste man ganz viel rumprobieren. Jetzt schauen wir mal durch. Benutze wirklich starkes Teleskop. Okay, nichts Interessantes. Aber jetzt benutzen wir nochmal 10 Cent und drücken nochmal den rechten Knopf. Und jetzt dürften wir was sehen. Ah ja, genau. 10, 2, 9.
Und das ist der Safe-Code. Ich weiß nicht, woher man das wissen soll, aber. Moment. Was? 10-10-2-9? Ja, genau. 10-2-9. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt wissen soll, aber gut. 10-2-9. Dave. Dave, safe. Das lohnt, das reimt sich. Yes. Und jetzt nehmen wir den Umschlag. Und auch von dem Umschlag haben wir schon gelesen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wir unter Umständen sonst echt Probleme kriegen. Und genau deswegen habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, habe ich mir auch das schon angesehen. Weil wenn man jetzt den versiegelten Umschlag einfach so öffnen würde, ist das ähnlich wie bei dem Farbenentferner, ist man einfach sofort Game Over. Da ist das Spiel echt ziemlich gnadenlos. Können wir jetzt eigentlich, frage ich mich, Edna nochmal anrufen? Nochmal kurz ablenken? Ich weiß Ednas Nummer schon wieder nicht mehr. 2257 oder 75. Ah, ich wollte gerade sagen, die geht nicht mehr ran, aber stimmt nicht. Hallo, sind Sie das wieder? Dave, vielleicht haben wir Glück. Wir können schnell hier raus, während die noch telefoniert. Schnell, beeile dich! Glück gehabt. Okay, so weit, so gut. Jetzt passt auf, weil den nächsten Schritt habe ich mir zwar angeguckt, hab's aber nicht so ganz verstanden. Hat irgendjemand von unseren Figuren, da müssen wir jetzt mal gucken, ein Glas oder irgendwas in seinem Inventar? Käse, zerbrochenes Ketchup, Salat, Silberschlüssel. Ein leeres Glas. Ja, genau, Bernhard. Dann treffen wir uns mal mit Dave in der Küche. Das ist nämlich wirklich gemein. Hey, ohne Scheiße, ey. Ich glaube, wenn man das Spiel früher wirklich, gerade wenn man noch selber ein Kind war oder sowas, ohne Guide gespielt hat, ohne Anleitung, ist man da wahrscheinlich Monate, oder? Mit Trial and Error immer wieder von vorne und teilweise wahrscheinlich verzweifelt, weil man ja auch einfach nicht weiß, ob man wieder irgendwas falsch gemacht hat und deswegen Game Over ist, oder? Naja. Benutze leeres Glas mit Wasserhahn. Öffne Wasserhahn. Schalte ein Wasserhahn. Benutze leeres Glas mit Wasserhahn. Genau. Schalte aus Wasserhahn. Okay. Benutze Glas Wasser mit Mikrowelle. Oh. Was ist jetzt? Hey, Ed! Der Meteor will sich mal deinen Hamster und den Elektroschlagschocker ausleihen. Okay. Mein Hamster? Niemals! Pass lieber auf, Ed. Der Meteor mag das überhaupt nicht. Er denkt schon, du hättest meine lila Schlüsselkarte geklaut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ohne Karte komme ich nicht zum Meteor. Oh, wirklich? Benimm dich, Sohn. Okay, jetzt wechseln wir zu Dave.
jetzt hoffentlich nicht dem Professor über den Weg läuft, der gerade in der Cutscene zu sehen war. Und gehen mit ihm auch in die Küche. Und jetzt müssen wir den versiegelten Umschlag anscheinend gemeinsam mit einem Glas Wasser in die Mikrowelle stellen. Und dann kann ich ihn öffnen, ohne dass ich ihn zerreiße. Und das ist scheinbar wichtig. Auch wenn ich nicht ganz weiß, warum wir den noch brauchen, aber das werden wir rausfinden. Aber ich glaube, somit haben wir nämlich so ziemlich unsere Game-Over-Fallen quasi hinter uns. Ich glaube, das Gemeinste haben wir dann quasi geschafft. Und dann können wir wieder ein bisschen auf eigene Faust gemütlich erkunden. So, schließe Mikrowelle. Schalte ein Mikrowelle. Muss ich jetzt warten, bis das Ding macht, oder? Ah ja, guck. Ups. Öffne. Und nimm den Umschlag und nimm vielleicht auch das Glas. Autsch, es ist noch viel zu heiß. Okay, gut. Dann öffne jetzt den Umschlag. Da war ein Vierteldollar drin. Jetzt haben wir einen Umschlag, der nicht beschädigt ist und den Vierteldollar. Bei den Vierteldollern muss ich natürlich gleich an Automaten denken, ne? So, genau, eine Sache stand da noch von wegen, da kann man noch Game Over gehen. Und zwar das mit dem Pool. Das machen wir jetzt noch schnell. Da war ich doch schon unten. Ah ja, genau, eine Sache hätte mich noch interessiert. Ich habe nämlich beim letzten Mal, da stand nämlich noch was. Hinten in dem Regal. Das war so hoch oben, dass ich dachte, wahrscheinlich brauche ich das gar nicht. Aber ich habe zufällig in dem Guide bin ich über was gestolpert, wo ich mir dachte, aha, das könnte mit dem zu tun haben. Jetzt warte mal. Nimm Flasche mit Entwickler. Hoppla. Okay, die ist jetzt darunter gefallen. Genau, jetzt verstehe ich das. Okay, guckt mal. Jetzt ist die hier runtergefallen und kaputt gegangen, aber jetzt haben wir hier zum Glück die Pfütze. Und dafür brauchen wir jetzt den trockenen Schwamm. Den hat wahrscheinlich Razer, oder? Schwamm trocken. Okay, dann gehen wir mit Razer mal runter. Und saugen das auf. Das wird nämlich noch wichtig. Ich weiß noch nicht für was, aber da bin ich zufällig drüber gestolpert und habe mir gedacht, hä? Was soll ich aufwischen? Aber jetzt verstehe ich das. Das gefällt mir. Na, komm. Na, bitte, geh doch bitte die Treppe runter, Razor, bitte. Oh, was ist jetzt schon wieder? Edna, den habe ich gar nicht wissen, der da reingekommen. Ich habe Ärger mit den Zombie-Mart. Ich muss mal den Strom abdrehen. Oh, okay. Es dauert nur 5 oder 6 Minuten. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du warst unten im Keller seit über 5 Jahren. Manchmal glaube ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Beruhige dich, mein Schnuckelputz. Bald wird alles wieder gut. Sicher. Okay, jetzt dreht er den Strom ab kurz. Ich hoffe, das ist für uns jetzt nicht problematisch. Könnte sein, dass dann das ganze Haus dunkel ist, oder? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So, Schwamm benutzen mit Pfütze. Genau, jetzt haben wir Schwamm mit Entwicklerflüssigkeit. Oder mit Entwickler. Ich gehe mit ihr vorsichtshalber ins Haus, nur damit nicht alle irgendwie ausgesperrt werden durch irgendeinen blöden Vorfall. Jetzt gehe ich zu Dave.
Dave geht jetzt raus zum Pool. Jetzt. Bernhard. Okay, wartet mal. Speichern. Speichern, 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 speichern. Speichern. Bernhard. Oh, Leute, Schluss machen. Nee, warte, machen wir noch eine Doppelfolge. Was soll's? Okay. Benutzen wir den Haupthahn. Das klappt nicht. Oh, wirklich nicht? Schalte ein. Oh ja, das hat was gemacht, oder? Ah ja, jetzt ist der Pool nämlich leer. Ah ja, und hier haben wir nämlich... Oh shit, ey. Oh nein, der Pool ist schon wieder leer. Der benutzt seinen Pool nämlich als Kühlung für seinen Reaktor, für seinen Atomreaktor. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn das Budget so klein ist? Immer diese billige Ausrüstung. Junge, wird der Meteor sauer sein. Tentakel, stillgestanden. Ja, Sir, Dr. Fred, Sir. Lila Tentakel zu Befehl, Sir. Schnell, überprüft den Reaktor. Jawohl, Sir. Boing, 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 boing. Ha, anscheinend ist der Strom weg. Nimm Radio. Nimm Schlüssel. Was ist das da? Roter Knopf. Oh Gott, ich muss den roten Knopf drücken. Ich weiß nicht, was dann passiert. Habe ich schon befürchtet. Na, ich schätze, die Welt haben wir gerettet, ne? Das Haus und alles in 10 Kilometer Umkreis. Sind in einer gewaltigen Explosion zerstört worden. Sehr schön. Das Spiel ist zu Ende. Gut. So. Dann laden wir nochmal. Also. Einschalten. Person. Dave. Runter mit dir. Runter, runter, runter. Nein, runter. Bitte. Schnell. Nimm, okay, das können wir überspringen. Nimm Radio, nimm Schlüssel und jetzt nix wie raus hier. Das ist ungesund, glaube ich. So, Person. Bernhard. Wasser wieder reinlassen. Dave, okay. Alles gut. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel und ein Radio. Jetzt passt auf, wenn ich das Radio öffne, genau, kriege ich einfach nur Batterien. Damit können wir jetzt die Taschenlampe unendlich machen quasi. Statt wie mit den alten Batterien nur so kurz. Jetzt. Oh, hallo Razer, du hast mich erschreckt. Jetzt passt auf. Razer hat die Taschenlampe, ne? Ich gebe jetzt Razer mal die Batterien. Und jetzt gehe ich mal in den Keller, glaube ich.
Ich will nämlich wissen, ob jetzt irgendwie der Schlüssel für das geheime Labor ist oder so. Ich weiß es nicht. Oh, nicht, dass ich hier lila Tentakel in die Arme laufe. Der sollte doch den überprüfen hier. Kleiner Schlüssel war das hier, oder? Kleiner Schlüssel benutzen. Nee. Schlüssel? Nee. Ah, das war der rostige Schlüssel. Wer hat denn den jetzt wieder? Bernhard wahrscheinlich, oder? Den Silberschlüssel. Der rostige Schlüssel. So viele Schlüssel in dem Spiel. Danke, Razor. So. Benutze rostiger Schlüssel. Zack. Dave, rein mit dir. So, jetzt passt auf. Benutze Schlüssel. Das klappt nicht. Benutze Schlüssel oben. Das klappt nicht. Benutze kleiner Schlüssel oben. Benutze kleiner Schlüssel unten. Benutze leuchtender Schlüssel oben. Aha! Benutze leuchtender Schlüssel unten. Aha! Öffne. Aha! Oh, ach so. So einfach geht's dann anscheinend doch nicht. Die innere Tür. Mit Zahlenkombination. Mit Zahlenkombination. Jetzt brauchen wir die Zahlenkombination für die innere Tür. Aber gut. Oh! Ist jetzt wirklich der Strom abgedreht im ganzen Haus? Oh, tatsächlich. Aber das soll ja nicht lange anhalten, ne? Ich speichere mal. Benutze Taschenlampe mit Batterien. Okay. Benutze. Taschenlampe. Schalte ein Taschenlampe. Habe da gerade irgendwas gehört. Aber ich weiß nicht was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sich hier orientieren. Also der Lichtkegel ist schon ein bisschen klein, ne? Na, was ist denn los? Nee, hier wollte ich nicht hin. Nee, hier auch nicht. Da wollte ich noch schauen, weil da gab's doch noch diesen geheimen Raum da hinten. Vernagelte Fenster. Drähte. Reparieren. Ah, dammit. Solange der Strom weg ist. Das ist jetzt doof. Jetzt muss ich mich mit Bernhard im Grunde dahin durchtasten. Oh Gott, wie soll denn das gehen? Ich hätte Bernhard die Weil der hat den Werkzeugkasten. So. Da müssen wir jetzt irgendwie hoch. Funktioniert ganz gut bis jetzt. Bernhard?
Du bist ein ganz schön mutiger Junge. Muss man schon sagen. Weiter. Weiter. Ja. Yes. Benutze Werkzeugkasten, Drähte. Es ist ziemlich dunkel. Ja, aber dafür haben wir doch hier die Taschenlampe, oder? Aber es sollte klappen. Ach so. Ja, mach. Reparier. Drähte mit Werkzeugkasten. Es ist ziemlich dunkel. Aber es sollte klappen. Hat er das jetzt schon? Ist das schon repariert jetzt oder wie? Sieht nämlich nicht repariert aus für mich. Ist das wirklich repariert? Kann ich nicht nehmen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist, Leute. Hier war doch irgendwo, genau. Schalte ein. Sicherungskasten. Hauptschalter. Schalte ein. Schalte aus. Schalte ein. Schalte aus. Schalte ein. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Tja, ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Naja, Leute, machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal finden wir raus, was hier los ist. Ich muss jetzt mal nachrechnen, wie viele Folgen jetzt ich ausgelassen habe und bei der wievielten Folge wir jetzt sein sollten. Und je nachdem kommt dann entweder morgen keine Folge, weil heute Doppelfolge war, oder eben schon. Licht ist wieder da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.